Wie ihr im Titel sehen könnt, heute sind die Lalligators am Start und ja, Messi ist zu ziehen. Ziehen wir Messi? Wahrscheinlich ziehen wir Messi. Peace, Leute, wie geht's euch? Willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und heute geht's weiter mit den Packs. Okay. Leider erreichen wir nur Elite 1 diese Woche, 28-2, aber weltweit monatlich auf Platz 3. Ich denke, es geht in Ordnung. Und ja, wir haben hier 3 Spezialobjekte, 2 Premium Lalligators, 200k Sets, 125.000 Münzen. Wir gehen natürlich hier rein. Spielerwahl um 1. Oh, Trezeguet von Kasım Paşa, Santi Cazorla, Borja und Sosa und Parejo. Ich überlege mal, wen wir hier nehmen. Und zwar, wir werden hier, glaube ich, mal Trezeguet nehmen, weil er hat 5 Sterne Weak Foot, 4 Sterne Spezialbewegung. Wir entscheiden uns hier für Trezeguet. Spielerwahl Nummer 2. Jagne. Oblak hier am Start. Hermoso, Günok und Borje Iglesias wieder hier am Start. Ich glaube, ich nehme mal hier Oblak, weil er ist einfach stabil. Atletico Madrid, Torwart, 1,88 groß. Kann man nichts falsch machen, deswegen nehmen wir hier Oblak. Spielerwahl Set Nummer 3. Und zwar, Messi kommt! Nicht! Er kommt nicht! Iglesias dreimal gekommen, Sosa auch zweimal, glaube ich. Burak Yılmaz hier noch am Start, Digga, der hat auch bestimmt kranke Werte, obwohl 3 Sterne Spezialbewegung und 3 Sterne schwacher Fuß. Ja, wir gucken uns nochmal hier vielleicht Iglesias an. Auch 3 Sterne, 3. Santi Cazorla, eine interessante Karte, 93er Rating, er hat 5 Sterne Weak Foot und 5 Sterne Spezialbewegung, das ist natürlich zu krass. Aber der ist mir ein bisschen zu langsam, deswegen kann ich mich nicht auf ihn entscheiden, sondern ich werde hier Burak Yılmaz wählen. Warum hat er aber Trabzonspor Logo, das weiß ich bis heute nicht. Er spielt bei Beşiktaş, aber wir werden uns hier auf Burak einigen und ja, ich nehme den hier. Bevor wir mit den Player Picks weitermachen, Leute, könnt ihr mal schon unten in die Kommentare schreiben, was ihr in den Player Picks speziell gezogen habt. Und ja, wir gehen jetzt rüber zu den fetten Packs. Wir haben hier 8 Packs, Leute. Hier 2 seltene Spieler Packs, 200k Sets und 2 Mega Packs. Und dazu kommen noch natürlich die Premium La Liga Tots. Und wir fangen auch direkt hier mit dem Megapack an. Come on. Das ist leider kein Walkout. Und wir ziehen hier Brasilien. Linker Verteidiger Filipe Luis. Filipe Luis. Aber egal. So, weiter geht's. 85er immerhin. Das stimmt und Damogai wieder! Das nächste Megapack hier, let's go! Leider wieder kein Walkout. Und das ist von Italien, Torwart. Ja, Perin. Perin haben wir hier gezogen. Nichts Besonderes leider. Ihr könnt mal schreiben, was ihr in den Megapacks so zieht eigentlich. Das interessiert mich natürlich auch. Und wir drücken hier natürlich auch direkt weiter. Und weiter geht's hier mit seltenen Spielerpacks, Leute. Let's go. 50k Set. Gibt mir wenigstens einen Wallcode und er gibt mir den Wallcode. Oh. Tafel. Italien. Zentral Mittelfeld. Und es ist der gute alte Verratti mit 65 Pace! Läuft! Der ist einfach nur langsam! Der ist einfach nur langsam, aber sein Rating ist krass. 89 Dribbling. Ja, immerhin ein Walkout beim 50k Set. Das geht schon klar. So, Ilaramendi, Herrera, Raul Garcia. Nichts Besonderes. Hier alles in dem Verein. Seltenes Spielerpack. Wir machen hier weiter, Leute. Come on. Kein Walkout leider. Wenigstens eine Tafel und es ist von Spanien. Rechtsflügel. José Callejón. 88 Tempo. Ja, Marcano, Milik, Kevin Campbell, Sasa. Nichts Besonderes hier. Alles in dem Verein. Jetzt sind die 100k Sets dran, Leute. Jetzt muss man langsam anfangen, hier Packluck zu kommen. Und weiter jetzt. Let's go. Es ist leider kein Walkout. Es ist kein Walkout, es ist Schmeichel. Leider nicht mal die Legende, sondern der 84er. Schade, schade, schade. Wem haben wir noch im Pack? Lucas Leiva, Collaro. Leider hat sich
dieses Pack einfach nicht gelohnt. Zweites 100k-Set. Jetzt wollen wir wenigstens ein Walkout sehen, Leute. Und come on. Es ist wieder kein Walkout im 100k-Set. Es ist einfach unglaublich. Es ist Mandzukic. Aber ich habe mir hier natürlich was Besseres erhofft. Und leider ist es nur Mandzukic, Leute, ja. Leider ist es nur Mandzukic im 100k-Set. Wir haben 200k-Sets gezogen. Und ja, 200k, wir haben vielleicht 40k gemacht. Nicht mal. Es ist Zeit langsam hier für das Premium La Liga Tots Pack. Wir haben 6 Spieler. Messi kann wieder alles gut machen. Unter anderem sind auch andere Spieler am Start. Deswegen, wir fackeln nicht lange und gehen mal hier in das erste Pack rein. Go! Oh, Torwart! Oblak hier am Start, Leute. Ich denke, er ist so 100k, 200k wert. Weil die Torhüter sind nicht leider immer so viel wert, obwohl sie gutes Rating haben. Oblak ist hier am Start. Es könnte natürlich ein Kracher noch drinne sein. Und ja, ich drücke mal X. Komm schon. Gib mir was Geiles. Und es ist Ter Stegen. 2 Torhüter einfach. Alter, ich mit meinen Torhütern in den letzten Video, Leute. Schaut euch das nochmal an. Ter Stegen, Oblak und ja, Iglesias hat uns heute verfolgt. Und Oblak kostet... ja, 150k ungefähr. Vielleicht sogar ein bisschen Tick mehr. Aber ja, für ein Dreier-Set geht das in Ordnung. Ter Stegen wollte ich mir nochmal anschauen. Kostet auch bestimmt 100 oder 90, 80k. Das machen ungefähr 200k, also 230k. Und Iglesias wollte ich nochmal anschauen. Der könnte einiges wert sein. Nein, ist er nicht. Ist er nicht. Ungefähr 60k. Ja, wir haben hier ungefähr dann fast 300k gemacht. Deswegen... geht in Ordnung und wir gehen natürlich in den nächsten Pack rein und da will ich wirklich dann das Pack lang. Und wir starten hier mit dem nächsten Pack. Bruder, ja. Du brauchst Pack lang, ne? Ja. Warte mal kurz. Zieh das mal an. Bruder! Das sind die Tots-Farben. Wie im letzten Video gesehen, hast du mega Pack lang. Das stimmt. Jetzt können wir hier mit dem Pack lang beginnen und let's go! Deutschland Torwart und es ist der gute alte Ter Stegen. Meine Torhüterliebe endet einfach nicht. Wieder Torhüter. Ich habe in 2 Wochen irgendwie 8 Torhüter schon gezogen. Ter Stegen, ihr Leute. Mann, ich habe es ein bisschen besser erwartet, aber es ist leider wieder ein Torwart und es ist wieder Ter Stegen. Ich habe keine Ahnung, warum man ständig seit 2 Wochen Torhüter zieht. Ja, bisschen schade, aber wir gucken mal. Vielleicht haben wir ja noch 1, 2 Spieler, die gebrauchbar sind am Start und es ist, ja, Hermoso und Jenne. Bruder, dieser Jenne, der hat interessante Werte, der ist nur ein bisschen klein, 1,76 groß. Ja, für einen Innenverteidiger ein bisschen zu klein, gegen Ronaldo kannst du halt leider kein Kopfballduell mit der Größe gewinnen. Und wir haben hier Hermoso, der ist auch nicht so schlecht, glaube ich, 1,84 groß, geht noch voll in Ordnung, als Innenverteidiger ist die Größe noch okay. Deswegen geht es voll in Ordnung. Jetzt seid ihr dran, Leute. Schreibt unten in die Kommentare, was ihr die Woche gezogen habt, wie viele Münzen ihr gemacht habt. Und schaut euch das letzte Video nochmal an. Ich bin raus, Leute. Bis dann und ciao.